Mach mal nochmal eine Runde. Number Horizon. Aber wieder Abenteuer. Und zwar einfach mal Mexiko. Und zwar legendäres Auto. Ich sag ihr, dass du verfügbar bist. Und ihr habt mir ein neues Ziel gesetzt. Ich brauche 2,5 Millionen Credits für mein Elektroauto, das ich unbedingt will. Weil ich mag Elektroautos. Klingt halt nicht. Aber, ja. Sie machen Spaß. Und die Leistungsdaten sprechen für sich. Mehr interessiert mich nicht, ganz ehrlich. Braucht kein Gedröhne. So, bin gespannt, wo uns jetzt hinführt. Zielort dahin. Also wir wissen alle, um welchen Käfer es sich handelt. Und den will ich ja unbedingt. Ich will mein Herbie. Na, ganz so schnell wie in Agera ist der Porsche hier nicht, aber... In 400 Metern scharf links abbiegen. Einfach. Navi. Ist nicht so drauf. Du hast dein Ziel erreicht. Dankeschön. Und nun? Hallo? Hat er mir ein Ziel irgendwo in die Pampa gesetzt? Finde und restauriere ein legendäres Auto. Wieso führt er mich hier hin? Gar nichts. Und da irgendwas? Außer Hühner, die weglaufen. Ja, der Traktor wird nicht das legendäre Auto sein. Ja toll, jetzt gucken wir in der Scheiße rum, was soll das? Nein, ich will hier. Ja, fürs nächste nehmen, was soll das? Finde und restauriere ein legendäres Auto. Oh mein Gott. Nein. Sorry, aber ich erwarte es jetzt echt auf der Karte eigentlich. Kann ich einfach nur ein Häkchen setzen? Na gut. Was soll denn das? So mal ernsthaft.
Was soll da Rutz? Neu. Beschleunigung, bla bla. Abenteuer. Häkchen. Ja, sag mir, was ich da machen muss. Okay, bin gleich wieder da. Ich glaube, ich guck da mal kurz nach, was die Scheiße soll. Gefunden. Glaube ich. Ja. ¿Qué onda, mi amigo? Auf jeden Fall gehen wir jetzt da rein. Ich habe an dem Bocho gearbeitet und mehr über Papa Fernando erfahren. Komm vorbei, dann zeige ich dir, was ich meine. Okay, dennoch, warum hat mich Snavi da hinten in den Arsch der Heide geführt? Not amused. Ja, nochmal. Passt. Einfach rüber auf die Autobahn. Beziehungsweise querfeld ein. Erwischt. Ja, unter der Autobahn durch und in. Das war ein stabiler Baum. Hallo, Gegenverkehr. Im Schmiedlichtür. Bei nächster Gelegenheit, Ende. Wenn wir hier mit 300 Sachen kommen. Er hat Mut. Also, dann hoffe ich mal, das passt hier soweit. Dass das ja wirklich jetzt die Mission ist, die man da machen will. Neu berechnet. Jetzt. Dankeschön. Hui. Oh, cool. Was müssen wir jetzt machen? Hola, oh, ein alter Porsche. Ah, sehr nett. Wo ist der Vocho? Ich lasse mir Zeit damit. Keine Sorge, Superstar. Manchmal ist ein Serienwagen gar nicht so schlecht. Möge der bessere Mechaniko gewinnen. Ja, so ist das also. Na dann. Danke, Gas. Es gibt eine Abkürzung. Fahr geradeaus. Jetzt fährst du die kürzere Strecke. Anna, auf wessen Seite bist du, Amiga? Für dieses Rennen gibt es keine feste Route. Ich leiste nur Navigationshilfe. Ich würde dir zu gerne ein High Five geben, Anna. Du bist jetzt wieder auf der Hauptroute. Okay. Zilla. Ich lass dich mal wieder zur Werkstatt. Ruf an.
Drei Sterne bei einer Minute 34. 1,36 habe ich gehabt. Oh mein Gott. Tja. Tja. Tja, tja, tja. So doof. Der bessere Mechaniker gewinnt. Ah, so ist das. Also in der Stadt noch mal was rausholen. Ne? Nein, nicht durchdrehen, Junge. Es gibt eine Abkürzung. Fahr geradeaus. Jetzt fährst du die kürzere Strecke. Anna, auf wessen Seite bist du, Amiga? Für dieses Rennen gibt es keine feste Route. Ich leiste nur Navigationshilfe. Ich würde dir zu gern ein High Five geben, Anna. Scheiße. Egal, wir machen das bis mal. Du bist jetzt wieder auf der Hauptroute. Meine Zeit, ein Zibbeter. Ich hätte gern Ghost oder so, dass ich rechtzeitig sehen würde, wenn ich total im Fehler bin. Und Ghost fehlt hier komplett. Sieht nämlich nicht so aus, als ob das was wird. Ah, knapp. Ich lass dich mal wieder zur Werkstatt. Ruf an. Ja, zwei, ich weiß, ich weiß. Möge der bessere Mechaniker gewinnen. Ah, so ist das also. Na dann. Go, go. Porsche Lille. Anna, auf wessen Seite bist du, Amiga? Für dieses Rennen gibt es keine feste Route. Ich leiste nur Navigationshilfe. Ich würde dir zu gern ein High Five geben, Anna. Ja, gib mir ein High Five, wenn die Wand kracht. Du bist jetzt wieder auf der Hauptroute. Nee, das wird so nix. Stand. Ja. Möge der bessere Mechaniker gewinnen. Ah, so ist das also. Na dann. Wirklich schnell ist es. Zumindest mal schöner. So, schon mal was, oder? Abkürzung. Fahr geradeaus. Jetzt
fährst du die kürzere Strecke. Anna, auf wessen Seite bist du, Amiga? Für dieses Rennen gibt es keine feste Route. Ich leiste nur Navigationshilfe. Würdet ihr zu gerne ein High Five geben, Anna? Du bist jetzt wieder auf der Hauptroute. Ja, definitiv besser. War ich gerade eben schon bei 1.13, Vers 14. Und jetzt mit 1.4 durch. Hey, gut. Ah, so passt die Sache. Ich lass dich mal wieder zur Werkstatt. Ruf an. Na, mal gucken. Bocho, wo gehst du bei? Hey, mi amigo. Hey, rate mal, wer den Bocho zum Laufen gekriegt hat. So wie 1963. Da ist er. Er wäre gut für Rallyefahrten geeignet. Das könnten wir hier machen. Wenn dir Rallycross lieber ist und du dein Gymkhana-Können zeigen willst, wäre das hier möglich. Deine Wahl. Wir treffen uns dort. Alten Flugplatz. Hey, willst du den Bocho auf einer Rallye-Strecke testen? Yussi. Da bin ich mal gespannt. Das soll ja recht cool sein. Das alte Käferle. Das ist mit einem anderen Porsche gerade durchgeschlichen. Ja, dafür sind wir auch auf der Straße geblieben. Ja, Hauptsache ich krieg irgendwo meinen 2,5 Mille Credits, ja. Endlich das andere Elektroauto mehr holen kann. Wheelspin. Ah, da gibt's. In 400 Metern links abbiegen. Okay, hier ist der andere. Ah, lass kurz den Wheelspin drehen, ne? Wo waren denn die? Juhu. Nein, immerhin. Immerhin. Metern rechts abbiegen. Nach dem Druck. Rechts abbiegen. Ich finde die ganzen Pneumen, die sie hier reingehauen haben, schon geil. Schön abwechslungsreich. Aber nicht ganz so abwechslungsreich wie Skycopter. Das ist halt doch alles. Ähnlich. Fehlt noch so ein bisschen das Alpine. Das habe ich einfach gern. Soll alles auf dem Breitengrad auch, ja. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Rallye im Schnee wäre auch noch geil gewesen. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, wach. Fähigkeiten, Gruppe 5. Ist da egal, wo wir hinfahren? Ich kann einfach auswählen. 3 Minuten 20, 2 Minuten 5.
Schwester Rosa erzählte mir vom ersten Mal, als Papa Fernando einen VW Käfer sah. Das war 1954, als sie für die Carrera Panamericana in Mexiko eingeführt wurden. Sieht toll aus. Darf ich? Na klar, ich habe eine schöne Rallye-Strecke für dich markiert. Ich fahr mit. Okay, cool. Leicht links in leicht links. Ja, bitte fahr immer mit. Schon zurück auf die Straße, keine Zeit. Leicht rechts, dann leicht links. Leicht rechts, nicht schneiden, Übersprung. Ah, der wackelt ganz schön, du. Leicht rechts, dann Übersprung. Leicht rechts, dann scharf links. Übersprung, dann Wasser, dann scharf rechts, anderer Untergrund. Ich fände es noch nett, wenn sie sagen würde, was im Untergrund. Übersprung, leicht links, nicht schneiden, dann anderer Untergrund. Leicht links, dann leicht rechts, nicht schneiden. Anderer Untergrund in leicht links. Leicht rechts, dann Wasser. Über Wasser, dann hart rechts. Go, go, kleiner Käfer. Gelangt. Grandiose Fahrt, gut gemacht. Kannst du dir vorstellen, damit in den 50ern 3000 Kilometer quer durch Mexiko zu fahren? Papa Fernando meinte, das wäre der Beweis, dass der Bocho alles kann. Klingt nach einem tollen Kerl. Hätte ihn gern kennengelernt. Lasst mich das doch mal überspringen. Vor allem dann, wenn ich nur zwei Sternchen habe. Wo wir hier geil abkürzen können. Oder gibt es Strafsignale? Leicht links in leicht links. Läuft ja eigentlich rechts, nicht. Dann leicht links. Leicht rechts, nicht schneiden, Übersprung. Leicht rechts, dann Übersprung. Ich hätte mir hier voll weitergehen können. Okay, also ja, die. Da kann man ganz schön schießen. Passt immer noch. Aber hallo. Nicht so gut. Nicht so gut wie sonst, aber. Übersprung, leicht links, nicht schneiden, dann anderer Untergrund. Leicht links, dann leicht rechts, nicht schneiden. Was, erreiche Zielort ohne von der Straße abzukommen? Anderer Untergrund in leicht links. Sicher nicht. Leicht rechts, dann Wasser. Ein Sprung über Wasser, dann hart rechts.
So, jetzt aber. Grandiose Fahrt, gut gemacht. Kannst du dir vorstellen, damit in den 50ern 3000 Kilometer quer durch Mexiko zu fahren? Ja. Papa Fernando meinte, das wäre der Beweis, dass der Bocho alles kann. Klingt nach einem tollen Kerl. Hätte ihn gern kennengelernt. Jupp, so ist Kalender. Passt. Angenommen. Hola, amigo. Hey, die Familie kam den Bocho besuchen, als ich in der Werkstatt daran gearbeitet habe. Meine Regel. Sie haben mir die tollsten Stories erzählt, die kaum zu glauben sind. Tio Oscar meinte, dass Papa Fernando eine Weile für ein Rallye-Team gefahren ist. Er trat in der Bache an, vielleicht sogar in Dakar. Wir könnten eins seiner Rennen nachstellen. Und Tia Sophia meinte, dass er mit seinem Bocho ins Dach einer Schule gesprungen sein soll. Seine Sprünge könnten wir doch auch nachstellen. Die Schule lassen wir aber besser weg. Deine Entscheidung, ich kümmere mich um den Aufbau. Das entscheiden wir dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao, wünsche euch.